Morgen wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten ein gutes Wochenende, haben sich etwas erholen können von meiner Vorlesung und auch von den anderen Vorlesungen. Und heute geht es natürlich weiter. Und zwar müssen wir uns mit einem besonders interessanten Thema beschäftigen. Und zwar dem Thema der Aromatizität und dann beziehungsweise dem Kapitel Aromaten. Und bevor ich das anfange, möchte ich ein klitzekleines bisschen mal auf die Historie eingehen. Und zwar, der Mann, den man da natürlich, wenn es um Benzol geht und Benzolstrukturen immer nennt, ist August Kekulé von Stradonitz. Und zwar, Benzol war ja 1825 von Davy im Lampenöl gefunden worden. Das war auch eine ganz skurrile Geschichte. Man fand das, also Davy ging eines Morgens in England, er hat zuvor und ging raus und brauchte etwas Lampenöl und anscheinend sah er dann auf dem Boden des Gefäßes, in dem er das Lampenöl hatte, sah er Kristalle. Und Davy als Naturforscher fand das natürlich ausgesprochen strange und isolierte dann die Kristalle und konnte dann eben zeigen, dass es sich dabei um eine reine Verbindung handelte mit einem CH-Verhältnis von 1. So. 1834 konnte dann Mitscherlich zeigen, dass dieselbe Verbindung entsteht durch die durch den thermischen Abbau von Benzoesäure und damit war dann die Struktur schon etwas klarer. Aber Sie müssen sich eine Sache natürlich überlegen, dass es damals im Grunde, im Gegensatz zu heute, keinerlei Möglichkeit gab, Moleküle spektroskopisch zu untersuchen. Man hatte zum Beispiel auch keinerlei Ahnung, dass es Elektronen gab, man hatte keinerlei Ahnung, was Bindungen sind, wie man Bindungen definieren kann. Und einer der ganz, ganz Großen auf diesem Gebiet, der die chemische Bindungstheorie vorangebracht hat, war eben August Kekulé. August Kekulé wurde geboren als August Kekulé, als Sohn eines Oberkriegsrates und Rosenzüchters. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wobei es sich um einen Oberkriegsrat handelt. Heutzutage gibt es diesen Titel nicht mehr. Und zwar wurde er in Darmstadt geboren. So. Er hat dann also eine Ausbildung gemacht an verschiedenen Städten und kannte zum Beispiel dann auch Justus von Liebig sehr gut und kam dann 1855 dann nach Heidelberg. Und es war ganz interessant. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war Bunsen schon also hier der Chefordinarius und als einziger Professor. Und Kekulé schrieb Bunsen dann ein Briefchen, ob er denn sozusagen sich in Heidelberg habilitieren dürfe und ob es auch möglich sei, dass er an den Ressourcen des Institutes partizipieren könnte. Das Erstere, was überhaupt kein Geld kostete, wurde von Bunsen. Es gibt da ein Bild aus der Zeit, wenn Sie mal in Wikipedia nachgucken, da sieht der Bunsen aus wie so eine etwas übergewichtige Made, die sich also da in so einen Stuhl reinzwängt. Wurde natürlich gesagt, das können Sie gerne machen, also habilitieren geht, das kostet ja nichts, das hat er natürlich nicht gesagt. Da gibt es so einen zuckersüßen Brief, der dann aber gleichzeitig sagt, leider sehe ich mich außerstande, Ihnen irgendwelche Unterstützung materieller Art zu gewähren, wo kämen wir denn dahin? Auch das wurde natürlich freundlichst verpackt. Das heißt, 1855 kam dann Kekulé hier nach Heidelberg und natürlich litt der Mann immer unter Geldnot. Das war also eine Geschichte, die war typisch für Heidelberger Dozenten. Wir kriegen halt nie genug bezahlt. Auch Bunsen ging ja mehrfach pleite,
hatte sich, um überhaupt ein bisschen Wohlstand zu bekommen, mit Aktien verspekuliert. Und Kekulé musste dann, weil er, wie gesagt, keinerlei Unterstützung kriegte, finanzieller oder sachlicher Art, als Privatdozent sich eine eigene Wohnung und ein eigenes Laboratorium mieten in der Hauptstraße in der Nähe vom Darmstädter Hof, und zwar über der Mehlhandlung Gosen. Im ersten Stock war dann also sein Wohnzimmer, seine Küche und sein Schlafzimmer, und im zweiten Stock war dann der Hörsaal, sein Labor, und ein aufgelassenes Küchengemach wurde als Stinkraum verwendet. So. Gut. Dort hat dann also der gute Kekulé dann experimentiert. Und was dann sehr interessant war, er hat sich dann immer mal beschwert, dass er so enorm viele Studenten hätte. Dieses Semester seien es doch 10, aber keiner hätte wissenschaftliches Interesse. Es seien halt alles Pharmaziestudenten. Sorry für die Pharmaziestudenten hier, ja. Das sind tatsächlich die Ipsissimi Verbi des Herrn Kekulé. Das ist heute natürlich völlig anders. Die Pharmazie ist eine fantastische Wissenschaft, die also auch wirklich sowohl interessant ist als auch im Profil der MedChem uns sozusagen Gesundheit beschert. So, Kekulé, und deshalb gehe ich da so ein bisschen drauf ein, war nicht nur ein brillanter Lehrer, sondern war auch äußerst witzig wohl, und das wurde auch immer von seinen Freunden, wurde das auch mal so beschrieben, und sprach fließend Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch und hatte auch ein gewisses literarisches Talent. Und dieses literarische Talent möchte ich Ihnen kurz hier vorlesen. Da gibt es die Geschichte mit dem Omnibus. So. Ich versank in Träumereien. Da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene kleine Wesen. Aber es war mir nie gelungen, die Acht ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach zwei kleinere sich zu Pärchen zusammenfügte, wie größere zwei kleinere umfassten, noch größere drei und selbst vier der kleineren festhielten und sich alles in wirbelnden Reigen drehte. Ich sah, wie größere eine Reihe bildeten und nur an den Enden der Kette noch kleinere mitschleppten. Der Ruf des Kondukteurs Clapham Road erweckte mich aus meinen Träumereien. Der Typ ist also echt clever. Ja, der beschreibt da seinen Traum, aber bettet das eben in eine Reisegeschichte ein. So, wenn ich die Sachen lese, ich bin mir sicher, der Mann war auf irgendwas drauf. Wahrscheinlich wusste er nicht genau selber, auf was, weil damals gab es natürlich noch keinerlei Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, man konnte ausprobieren, was man wollte. Und die alten Chemiker, wenn die was Neues hergestellt hatten, rochen daran zuerst und versuchten es auch. Deshalb gab es dann auch einen gewissen Schwund, auch bei erwachsenen Chemikern, die dann sozusagen, wenn sie an der falschen Substanz schnupperten oder dieselbe verkosteten, doch relativ schnell dann zu den Ahnen abritten. So. Die andere Geschichte, wie er dann Benzol entdeckt, oder wie er dann die Struktur von Benzol, wie er behauptet, dass er die entdeckt hat, das ist 1861, ein Winterabend, und wieder versinkt er in Tagträumereien. Also das war wohl Kekulés Spezialität, wenn er statt zu arbeiten, also eigentlich was zu machen, ne, versinkt er in Tagträumereien. Also etwas, was wir alle, also wenn Sie das hier machen, dann runzle ich die Stirn, ja, und denke mir, passen die Jungs denn nicht auf, aber bei Kekulé war das eben erlaubt. Der versank in Tagträumen und schaute sich dann also im Kamin an, wie die Funken sprühten, und dann sozusagen sah dann diese sozusagen sich selber in den eigenen Schwanz beißende Schlange. Wiederum vermute ich, dass der Mann auf irgendwas drauf war. Ich habe natürlich keine Ahnung was. Und dann kam ihm die Erkenntnis, gibt es im Übrigen interessanterweise, wenn Sie das psychoanalytisch deuten, die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, also das ist natürlich auch sehr interessant, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, das können Sie sich selber überlegen. Sozusagen, dann fiel ihm dieses
Uroboros-Symbol ein, das eben auch ein altes alchemisches Symbol ist, und sozusagen damit sozusagen verschmolzen dann die Atome zu Benzol, und damit hatte er dann 1861 angeblich die Benzolstruktur gefunden. Das kann natürlich sein, dass das alles völliger Unsinn ist und dass er das einfach nur erzählt. Sie dürfen nicht vergessen, Kekulé war ein fantastischer Geschichtenerzähler und ein absolut brillanter Formulierer. Das kann durchaus sein, dass er das sozusagen alles hinterher nur für die Show gemacht hat und dass er die Idee vielleicht beim Baden hatte oder irgendwo als er, was weiß ich, bei einer Vorlesung oder so. Aber die Geschichte ist ausgezeichnet. Eine weitere Sache, die Sie hier jetzt sehen, Wikipedia ist eine fantastische Hilfe, und Sie können im Grunde genommen alles finden in Wikipedia. Sie sehen jetzt hier, die erste Viertelstunde meiner Vorlesung habe ich jetzt einfach nur damit im Grunde genommen verbracht, in zwei Wikipedia-Seiten hier zu zeigen. Gut, aber gehen wir doch bitte wieder zurück zur Chemie, nachdem ich Ihnen diese kleine Einführung zu den Aromaten gegeben habe. Und sehr interessant, so, also, Kapitel Nummer 7, aromatische Kohlenwasserstoffe. Wo sind meine Stifte? Also die Frage nach dem Benzol war tatsächlich ausgesprochen interessant, und es gab auch verschiedene Strukturvorschläge, die tatsächlich auch noch nach Kekulé entstanden. Also Kapitel 7, oder ist das Nummer 5? Welches Kapitel ist das jetzt? 6? Ist schon 7, ne? Gut. Ja, ich... Aromatische... Was auch sehr interessant ist, was ich auch ganz faszinierend finde, ist, der August Kekulé von Stradonitz wurde ja als Bürgerlicher, also August Kekulé, geboren, und dann ein Jahr vor seinem Tod erhielt er dann den Adelstitel August Kekulé von Stradonitz. Interessanterweise erhielt er den Adelstitel nicht, wie viele andere, zu dem Zeit zum Beispiel Adolf von Bayer, als persönlichen Adelstitel von seinem Landesherrn, sondern weil sich herausstellte, dass seine Vorfahren sozusagen alter böhmischer Adel war und irgendwie aus irgendeinem Grunde, dass dann eben 1895, ein Jahr vor seinem Tod, dann auch anerkannt wurde, und sozusagen damit wurde er dann vom bürgerlichen Stand in den Adelstand versetzt. Und die Tatsache, dass es böhmischer Adel war, wurde eben durch das von Stradonitz hervorgehoben. Was ebenfalls ganz lustig war, Kekulé war ja eine absolute Ausnahmebegabung, und die Familie hat dann noch kleinere Berühmtheiten hervorgebracht. Sein Sohn war dann Jurist und Adelsforscher, der dann langwierige Prozesse führte für Adlige bei Standesgerichten und ähnlichen Dingen. Also mein Gedanke heute Morgen bei meiner ersten Tasse Kaffee war einfach nur: What a fall from grace. Vom weltbekannten Chemiker zum zweitklassigen Adelsjuristen. Well, diese Form von Begabung ist offensichtlich nicht vererbbar. Gut, welche Strukturen kommen denn für Benzol in Frage? Und wir erkennen jetzt die Kekulésche Struktur, die entweder 1859 oder 1861, also 1859 bis 61. Da gab es aber tatsächlich noch konkurrierende Strukturformeln, zum Beispiel diese hier von Dewar, oder sehr interessant, diese hier von Adolf von Bayer, der im Übrigen mit Kekulé sehr gut befreundet war.
und die sich hier gerade in Heidelberg offensichtlich ganz krasse Streitgespräche geliefert haben, also Adolf von Bayer, also Kekulé. Das hier war dann die Uhr, 1867. Und dann ebenfalls von Ladenburg wurde die Struktur des Benzols als Prisman, jetzt also Ladenburgisches Prisman. Das war 1879 und die Adolf von Bayer'sche Struktur war 1887. Die Frage ist jetzt natürlich, warum war man mit der Struktur von Kekulé eigentlich nicht happy? Das war jetzt ja von diesen ganzen Strukturvorschlägen hier, war das ja im Grunde genommen sozusagen hier die erste, ne? Also das Problem mit der kekulischen Struktur ist natürlich, dass, so wie ich hier darstelle, ist Benzol damit einfach ein Alken, aber man stellte schon sehr schnell fest, dass Benzol tatsächlich jetzt keinen olefinischen Charakter hat, hat keinen olefinischen Charakter. Und das, also hier sollte ich eins sollte ich wieder Geschichte nennen. Und die Tatsache, dass jetzt hier Benzol keinen olefinischen Charakter hat, kann natürlich durch diese Struktur hier überhaupt gar nicht ausgedrückt werden. Ne? Das ist eine Sache, da versagt diese Strukturformel. Die zweite Geschichte, die sehr interessant war, war, dass wenn die kekulische Benzolstruktur korrekt ist, dann müsste es im Prinzip zwei Isomere 1,2-Dibrombenzole oder 1,2-Dimethylbenzole geben. Und zwar müsste es ein Isomer geben, das so aussieht, wo die beiden hier in einer Doppelbindung sind und eins hier, wo die beiden Bromatome an den entsprechenden Kohlenstoffen durch eine Einfachbindung getrennt sind. Das existiert aber nicht. Man kann tatsächlich nur ein einziges Isomer hier finden. So, was Kekulé dann irgendwann später sagt, er sagte, dass sich letztendlich hier diese beiden Strukturen, also sehr schnell ineinander umwandeln, und zwar nicht, wie wir das heute kennen, im Sinne einer Resonanz, sondern im Sinne einer echten Isomerie. Das heißt also, im kekulischen Bild sind das hier echte Einfachbindungen, das echte Doppelbindungen. Im Bild, das wir heute haben, das ist völlig anders, das kam dann 1908 oder 1920 wurde das erst von, also die Sextettstruktur von Robinson und Crocker wurde das gefunden, und das ist eben noch eine völlig andere Geschichte dann. So, was Benzol halt macht, ist eben sehr interessant. Wenn man Benzol umsetzt, jetzt einfach mit Brom, passiert gar nichts. Kurt, kannst du mal Brom zulaufen lassen, bitte? Das sehen Sie jetzt hier. Wenn man Benzol umsetzt mit HBr, auch dann passiert gar nichts. Und wenn man versucht, Benzol mit Kaliumpermanganat zu oxidieren, passiert auch nichts. Die einzige Reaktion, die Benzol hier eingeht, ist, wenn man zum Beispiel mit Aluminiumtrichlorid oder Aluminiumtribromid oder Eisentribromid und Brom umsetzt, dann findet man hier das entsprechende Substitutionsprodukt und auch kein Additionsprodukt. Das sollten wir dann vielleicht auch mal machen. So, also, hier jetzt auf der linken Seite tropft der Herr Maurer jetzt einfach Brom in Benzol, ne? Und da passiert jetzt gar nichts.
Also sind da getropft und getropft und getropft. Wenn das jetzt ein normales Olefin wäre, wäre bei der Zutropfrate, wäre das Ganze schon so, jetzt wird hier Aluminiumtribromid zugesetzt. Das Material ist sehr feuchtigkeitsempfindlich. Sie sehen, da ändert sich schon die Farbe ein kleines bisschen, weil das Aluminiumtribromid einen Komplex mit dem Benzol bildet. Und jetzt setzen wir hier das Brom zu und es entfärbt sich sofort. Halleluja. Also hier ist die Reaktion, passiert die Reaktion sofort. Hast du irgendwie Ammoniak, dann können wir das mal hier, wenn du mir das mal gibst, dann können wir das hier vielleicht mal zeigen. Wenn man jetzt hier, ist das, kommt das hier raus? Ach, muss man da rangehen, okay. Also wenn man hier, genau, Ammoniak, eine Ammoniakflasche jetzt daneben hält, dann entwickeln sich Nebelschwaden von Ammoniumbromid, dadurch, dass das Ammoniak natürlich mit dem HBr direkt reagiert, unter Neutralisation. Das heißt, was man hier erhält, ist Brombenzol und HBr. So. Crocker, Armit, Robinson und die Sextett-Struktur. So, um 1920 war das eben einfach relativ klar, dass man mit dieser, mit dem Versuch der Erklärung hier über Isomere, also eine schnelle Isomerisierung, dass man damit irgendwie nicht weiterkam, weil man die Dinge nicht erklären konnte. Was dann letztendlich Crocker und dann etwas später auch Robinson postulierten, dass letztendlich diese Elektronen irgendwie delokalisiert sind und man kam dann hier einfach mit so einem klitzekleinen Kreis aus, indem man das dann andeutete und dass die einfach gleich verteilt waren. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, kam dann natürlich die Resonanzstruktur dazu und auch mit Leuten wie Herrn Hückel konnte das dann auch alles besser erklärt werden. Und was man dann eben jetzt heutzutage immer noch schreibt, ist, dass die beiden Resonanzstrukturen hier einfach so vorliegen, Resonanzstrukturen. Mit dem Sextett bzw. mit der dazu analogen Resonanzstruktur kann man natürlich die Probleme, die mit der Beschreibung durch Kekulé kommen, kann man umgehen, weil man jetzt natürlich dann auch einfach sagt, dass alle Bindungen gleich sind. Und tatsächlich, wenn man dann sich eine Kristallstruktur von Benzol ansieht, merkt man, dass tatsächlich alle, und auch wenn man die Sachen dann mit sophisticated quantenchemischen Methoden berechnet, das kann man natürlich erst seit den 70ern und 80ern dann möglich machen, dass tatsächlich hier die Bindungslänge 1,44 Engström ist und tatsächlich nicht alternierend ist, wie das hier von Kekulé vorgeschlagen wurde. Also Kekulés Struktur ist korrekt, kann aber ohne weitere Annahmen sozusagen die Reaktivität von Benzol überhaupt nicht erklären. Das kann man erst dann machen, wenn man dem Sextett, dem Elektronensextett des Benzols, einen speziellen Charakter hier noch zuschreibt, und zwar den der Aromatizität. So. Aromatische, also was war eher da, das Hühnchen oder das Ei, also sozusagen die Aromatizität oder die Verbindungen, und da ist es ganz klar, das Konzept der Aromatizität ist natürlich abgeleitet von aromatischen Verbindungen,
all diese aromatischen Verbindungen, also Benzoide oder auch nicht Benzoide Verbindungen, wenn die einen gewissen Dampfdruck haben, haben einen nicht völlig unangenehmen Geruch, der sich von mandelartig wie im Benzonitril zu zimtartig, wie zum Beispiel im Zimtaldehyd, bis hin zu Schuhwichse beim Brombenzol oder eigenartig süßlich wie beim Benzol hin erstreckt. Heutzutage, wo wir ja alle Sneakers und Nikes tragen oder Adidas, verwendet natürlich kein Mensch mehr Schuhwichse. Das ist natürlich eine Geschichte, die kannte ich noch als Kind. In den 70ern war das weit verbreitet, aber egal. So, also, die Äquivalenz und das Gleichlangsein dieser entsprechenden Bindungen hier macht das Benzol eben besonders. Und man sagt jetzt, dass dann das Benzol eine Resonanzenergie hat. Was wurde da gemacht? Und zwar, was man eben auch feststellte, ist, dass die Hydrierung des Benzols vom Benzol zum Cyclohexadien plus H2, das macht man dann natürlich in Gegenwart eines Palladium- oder Platinkatalysators, dass die exotherm ist, und zwar plus 8 Kilokalorien pro Mol. Aber eigentlich sollten natürlich solche Hydrierungen ja endotherm sein, und das findet man auch, wenn Sie jetzt weiter hydrieren vom Cyclohexadien plus H2 in Gegenwart von Palladium, dann, und Sie kommen dann zum Cyclohexen, dann bekommen Sie jetzt auch minus 28 Kilokalorien pro Mol hier raus. So. Die Hydrierwärme des, letztendlich die Hydrierwärme des Benzolrings ist ungefähr 31, dann ist es 31 Kilokalorien pro Mol, und die entsprechend durch die Hydrierwärme kann die Aromatizität oder die Gesamtstabilisierung zu ungefähr 31 Kilokalorien pro Mol abgeschätzt werden. Also, das ist die Gesamtstabilisierung. Bitte? Entschuldigung, ja, natürlich. Das muss natürlich zum Cyclohexen sein. Vielen Dank. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Klar. Die Gesamtstabilisierung ist 31 Kilokalorien pro Mol. Auf der anderen Seite sehen Sie aber auch, dass sich im Benzol 1... 2, 3 Butadieneinheiten verstecken. Das sehen Sie hier, also eine Butadieneinheit, dann haben Sie hier eine zweite Butadieneinheit und dann haben Sie hier noch eine dritte Butadieneinheit. Und die Butadieneinheiten zeigen ja nicht aromatische konjugative Wechselwirkung von ungefähr 3 Kilokalorien pro Mol. Diese Butadienstabilisierung können wir jetzt einfach nochmal abziehen. Also sind das 31 Kilokalorien minus 9 und dann sind Sie bei ungefähr 22 Kilokalorien pro Mol Stabilisierung für Benzolaromatizität. So, abhängig von der Methode, Kilokalorien pro Mol ist es natürlich. Abhängig von der Methode können Sie die aromatische Stabilisierung jetzt auf minus 21 bis minus 40 Kilokalorien pro Mol berechnen oder feststellen. Jetzt gibt es natürlich eine ganz interessante Geschichte. Da gab es eine ganz berühmte Auseinandersetzung zwischen Gerhard Binsch und Edgar Heilbronner. Zwei berühmte Theoretiker aus der Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts. Und da ging es dann letztlich um die Definition von Aromatizität. Und letztendlich
meinte Herr Binsch, letztendlich sei sozusagen im Grunde das einzig wirklich aromatische Molekül Benzol und andere Moleküle, für die sei eben Aromatizität in der Form auch gar nicht definiert. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Also Aromatizität ist natürlich ein Konzept, das wir verwenden, aber es ist ein Konzept, das relativ undefiniert ist. Ich komme da noch ein bisschen dazu, weil Aromatizität eben keine direkt messbare Größe ist. Das ist heute ein bisschen anders, seit der Entdeckung, oder was ist Entdeckung, seit der Publikation eines Artikels 1995 von Paul von Raak-Schleier, kann man tatsächlich gewisse magnetische Messgrößen, und die heißen eben kernunabhängige Shifts, magnetische Shifts, Nix- oder auch Nix-Werte kann man tatsächlich als Ersatz verwenden, um etwas über die Aromatizität aussagen. Aber das gehört nicht in OC1 rein. Also aromatische Stabilisierung ist die eine Sache. So, Benzol. Dann kam natürlich Richard von Wildstätter. Richard von Wildstätter, von dem haben wir ja schon gehört, war der Mann, der das Cyclooctatetraen herstellte, und er stellte das eben her durch eine Abbaureaktion aus diesem Naturprodukt, was dann isoliert wurde. Und also Methylgruppe hier, das ist hier dann Keton, und das wurde dann in insgesamt 13 Stufen von Wildstätter abgebaut zum Cyclooctatetraen. Das Cyclooctatetraen war natürlich auch deshalb von großem theoretischen Interesse, weil es natürlich im Grunde genommen ein Stoff war, der einfach das höhere Homologe des Benzols war. Benzol ist ja C6H6. Und Cyclooctatetraen ist dann natürlich C8H8. Und Wildstätter hatte erwartet, dass, bevor er also das Cyclooctatetraen isolierte, dass es sich dabei um einen benzolartigen Stoff handelt, der ebenfalls wie das Benzol nur Substitutionsreaktionen und keine Additionsreaktionen hier eingehen würde. Das stimmte aber nicht, weil das Cyclooctatetraen tatsächlich nicht farblos ist wie das Benzol, sondern eine goldgelbe Flüssigkeit ist, deren Geruch und auch deren Reaktivität der eines sehr reaktiven Oligoens, also eines Olefins, entsprach. Das heißt, also da konnte man dann auf einmal bromieren, HBr addieren und diese ganze Geschichte ist. Also verhält sich völlig anders. Und das war völlig unerklärt. Das dritte völlig Unerklärbare war, dass es nie gelang, bis sehr viel später Cyclobutadien herzustellen. Das haben die Alten versucht, bis sie schwarz wurden, und das ging eben überhaupt gar nicht. Also Wildstätter. Das heißt, dass das Benzol irgendwie eine völlig andere Eigenschaften hatte als sowohl das Cyclobutadien als auch das Cyclooctatetraen. So, jetzt kann man sich natürlich die ganze Serie mal aufschreiben, also Cyclobutadien, Benzol, Cyclooctatetraen. Was die ganze Geschichte eben noch viel unangenehmer machte, war, dass man auch das nächsthöhere Homologe von Cyclooctatetraen nicht herstellen konnte, aber aus völlig anderen Gründen, und zwar deshalb, weil, wenn man hier das entsprechende Cyclodecapentaen herstellen will, das natürlich nicht möglich ist, weil die H's hier ineinander stoßen und das Material deshalb außerordentlich instabil ist. Das heißt, man blieb im Grunde genommen irgendwie gefangen im Benzol. Das machte die theoretische Betrachtung dieser Verbindung ganz ausgesprochen schwierig, und das änderte sich dann im Grunde genommen erst mit der Hückel-Regel. Herr Hückel war
Ein Theoretiker und hat in, war es Marburg, hat in Marburg gelehrt. Er hatte tatsächlich auch noch einen Bruder, der war Chemiker. Erich selber war theoretischer Physiker, hatte aber ein krankhaftes Interesse für organische Materialien, was in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht besonders gut kam. Das heißt, der fristete da so als C3-Professor oder als Extraordinarius, fristete der da irgendwie ein Schattendasein, was also auch durch seine strange Persönlichkeit nicht besonders gefördert wurde. Hückel war eine ganz interessante Person. Und der hatte irgendwie monatelang, machte er überhaupt nichts, und dann hatte er irgendwie einen kreativen Schub, schloss sich ein. Seine Frau, eine, ich glaube, die Cellistin, musste ihm dann tonnenweise Kaffee bringen, und er arbeitete dann Tag und Nacht, bis das nächste Konzept für eine nächste Entdeckung dann letztendlich da war. Und dann wurde das irgendwie ausgearbeitet und dann war das da. Und die Dinge, die er gemacht hatte, waren von absolut grundlegender Bedeutung, und wenn er ein bisschen geschickter gewesen wäre, auch im Verkaufen, hätte er den Nobelpreis bekommen. Einer seiner Schüler hat dann im Übrigen auch eine kleine Biografie geschrieben und beschrieb dann sehr interessant die strangen Eigenschaften von Herrn Hückel, dass er dann irgendwann mal einen Prüfling im Zimmer einschloss und sagte, so, jetzt haben Sie 45 Minuten Zeit, schreiben Sie mal, was Sie da und da drüber wissen, und dann komme ich einfach wieder und dann gucken wir uns das zusammen an und dann kann ich Ihnen eine Note geben. Und das war wohl 1946, und Hückel war aber kein Unmensch, der war einfach nur strange. Und nach dieser apokryphen Geschichte, also ich weiß jetzt nicht, ob die wahr ist, aber die wird so erzählt, nach dieser apokryphen Geschichte gab er dem Prüfling zumindest ein paar Zigaretten, was 1946 offensichtlich sehr wertvoll war, dass er sich sozusagen während der Prüfung da im Dienstzimmer von Herrn Hückel da die Zeit versüßen konnte mit einer Fluppe oder mehreren Fluppen. Genau. Also Hückel war kreativ und, wie gesagt, wurde auch als leicht strange beschrieben, hat aber wesentliche Beiträge geleistet. Aus den theoretischen Arbeiten, die er hatte, wurde dann später, die sind relativ kompliziert, der Mann war mathematisch sehr gut und hat die Dinge mathematisch funktioniert in der sogenannten Hückel-Theorie, wurde die Hückel-Regel dann letztendlich aufgestellt, die kam nicht von ihm, die wurde von anderen Leuten aufgestellt, wurde aber aufgrund seiner Erkenntnis aufgestellt, deshalb heißt sie eben nicht Hückels Regel, sondern Hückel-Regel. Und die Hückel-Regel, die kann die Aromatizität bestimmter Stoffe qualitativ voraussagen, und zwar korrekt voraussagen. Also, aromatisch sollen sein Benzol, dann das Tropyliumion, und das Cyclopentadienit-Anion aber auch das entsprechende Cyclopropenyliumkation. Hier ist das Cyclopentadienit-Anion. So, was haben die ganzen Dinger miteinander zu tun? Zählt man mal die entsprechenden Pi-Elektronen, und das war Hückels großes Verdienst, dass man die Pi-Elektronen völlig von den Sigma-Elektronen entfernt, dann kann man hier eben durch das Zählen sehen, dass Benzol 6 Pi-Elektronen hat,
dass das Propylium und 2,4,6, hier ist es ja eine positive Ladung, 6 Pi-Elektronen hat, dass das Cyclopentadienit-Anion hat 6 Pi-Elektronen und das entsprechende Cyclopropenylium-Kation hat eben 2 Pi-Elektronen. All die sind stabil, ebenfalls wenn man sich die entsprechenden Heterozyklen ansieht, dann sind die, die 6 Pi-Elektronen haben, wie zum Beispiel Furan, Thiophen oder Pyrrol, ebenfalls aromatisch, und hier sehen Sie, ist jeweils ein Elektronenpaar in den Ring lokalisiert, oder in den Ring delokalisiert, also Thiophen und dann hier Pyrrol, auch die haben alle 6 Pi-Elektronen und sind aromatisch. So. Wenn man jetzt Spezies hat, die 4 Pi-Elektronen haben, wie Cyclobutadien, oder 8 Pi-Elektronen haben, wie Cyclooktatetraen, dann sind die antiaromatisch. So, ebenfalls antiaromatisch ist, und bis heute noch nicht bekannt, ist das Cyclopropenylium-Anion. Also Cyclopropenylium. So, daraus gibt es dann eben die sogenannte 4n plus 2 Regel, das ist die Hückel-Regel, die besagt, wenn ein zyklisches Gerüst vorliegt mit sp2 hybridisierten oder sp, Atomen, in die drittens Pi-Elektronen eingefügt werden, dann kommt es, wenn man 4n plus 2 Pi-Elektronen hat, hat man eine aromatische Stabilisierung. Und wenn man aber jetzt wenn man jetzt nur 4n-Elektronen hat, dann kommt es zu einer antiaromatischen Destabilisierung. So, diese Geschichten, also diese Hückel-Regel hier, die 4n plus 2 Regel, die erklärt jetzt auch, warum Cyclobutadien, Cyclooktatetraen und das Cyclopropenylium-Anion nicht aromatisch sind. Cyclobutadien ist antiaromatisch, interessanterweise ist Cyclooktatetraen ein Spezialfall, weil das Cyclooktatetraen nicht mehr planar vorliegt, sondern weil das Cyclooktatetraen hier in so einer Wannenform vorliegt. Und deshalb ist es nicht antiaromatisch, sondern nicht aromatisch. Damit gibt es noch eine weitere Regel, die wichtig ist, oder noch ein weiterer Grundsatz, der wichtig ist, wenn man die Hückel-Regel anwenden will, ist, dass das Pi-System planar
sein muss. Und das sind Regeln, die im Grunde genommen auch heute noch wirklich hier problemlos anwendbar sind und mit denen Sie wahrscheinlich bis an Ihr Lebensende ganz ordentlich auskommen werden. Damit möchte ich mich für heute verabschieden und freue mich dann sehr, Sie morgen für eine tiefergehende Diskussion der Aromatizität und der Reaktivität von Aromaten zu sehen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Auf Wiedersehen.